Allah sagt hier in Sure 2, Vers 187, erlaubt ist es euch in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. In der Nacht des Fastens. Was lernen wir daraus? Daraus lernen wir, am Tag des Fastens ist es nicht erlaubt, Beischlaf zu haben. Ist verboten. So. Das ist also 100% im Koran ist das festgesetzt. Jetzt gibt es Meinungsverschiedene unter Gelehrten. Okay, Beischlaf zu haben mit der Frau, beziehungsweise Beischlaf mit dem Mann zu haben, ist verboten. Wie ist es denn nun mit Petting? Wie ist es mit Oralverkehr? Wie ist es mit Masturbation? So. Und die stärkste Meinung in meinen Augen ist, dass sobald dies zu einem Samenerguss führt, also dass es verboten ist, solche Sachen zu machen, wo man Angst hat, dahin zu dass sobald das zu einem Samenerguss kommt, der Tag nachgefastet werden muss.